Die Luftqualität verbessert sich überall in der EU dank der Maßnahmen, die wir in den letzten Jahrzehnten ergriffen haben. Es ist klar, diese Politik trägt Früchte, wenn sie denn voll umgesetzt wird. Aber wir können auch die negativen Auswirkungen nicht ignorieren. Die Zahl der vorzeitigen Todesfälle infolge von Luftverschmutzung in der EU geht zurück, ist aber immer noch zu hoch. Fast 400.000 vorzeitige Todesfälle in der EU infolge von Luftverschmutzung bedeutet, dass die Kosten immer noch extrem hoch sind. Alle sind betroffen, aber besonders die schutzbedürftigsten Gruppen, Schwangere, ältere Kinder und Menschen mit Vorerkrankungen. Das Ganze beeinträchtigt auch unser tägliches Leben, unsere Volkswirtschaften und die Biodiversität. Der Bericht erinnert uns an die Ursachen. In vielen Regionen ist es so, dass die Art, wie wir unseren Strom beziehen und unsere Häuser beheizen, zur Freisetzung von Feinstaub führt. In den Städten gibt es immer noch sehr viel NO2-Ausstoß und die Anbaumethoden bei Lebensmitteln, insbesondere in der Intensivlandwirtschaft, führt zu Stickstoff- und Feinstaubverschmutzung, die dann in unsere Lungen gelangen. Deshalb haben wir uns ein ehrgeiziges Ziel gesetzt im Rahmen des Green New Deal, nämlich null Luftverschmutzung. Wir wollen einen Aktionsplan zum Thema Luft, Wasser und Boden auflegen. Wir haben gerade eine öffentliche Konsultation gestartet und hoffen, dass wir viele Beiträge bekommen, um die effektivsten Lösungen zu finden. Der Aktionsplan wird auch zum Ziel haben, die Richtlinie zur Qualität der Umgebungsluft zu modernisieren. Ich werde in der zweiten Jahreshälfte 2022 dazu einen Vorschlag vorlegen. Inzwischen bleibt noch sehr viel zu tun. Die Standards werden noch immer zu häufig nicht eingehalten. Wir werden also alles tun, um die vorhandenen rechtlichen Bestimmungen umzusetzen. Eine Lösung ist nicht leicht. Wir brauchen ein konzertiertes Vorgehen in allen Bereichen. Alle müssen mit an Bord sein, die Bürger, die Unternehmer, die Forscher, die politischen Entscheidungsträger. Und wir brauchen einen neuen Reflex. Wir müssen lernen, eine neue Frage zu stellen im Bereich Verkehr, Transport, Energie, Stadtentwicklung, Landwirtschaft. Wir müssen nämlich fragen, was bedeutet das für die Luft? Wir in der Europäischen Kommission denken immer wieder an diese Frage, wenn wir politische Entscheidungen treffen. Wir verstehen es, dass unser Ziel Null Emissionen sein müssen. Da geht es ja auch um die Klimaneutralität. Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit und die Innovation fördern. Und der europäische Green Deal ist unser Kompass zusammen mit unserem Wiederaufbauplan. Wir wollen die Dinge besser wieder aufbauen und wollen dabei niemanden schädigen. Wir sind immer wieder daran erinnert worden, wie wichtig eine saubere Luft ist. Durch Luftverschmutzung werden wir anfälliger für Krankheiten. Wenn alle mitziehen, werden wir sie bekämpfen können. Die Trends, was die Luftqualität in den letzten 20 Jahren anbelangt, sind positiv. Die Konzentration an Schadstoffen hat abgenommen und die Anzahl der Tage, an denen die Mitgliedstaaten die Zielwerte überschritten haben, sind niedriger als in der Vergangenheit. Und das wirkt sich natürlich positiv für die menschliche Gesundheit aus. Ich möchte unterstreichen, dass dieser positive Trend eindeutig zusammenhängt mit der Politik auf EU-Ebene, die dann nicht nur auf nationaler Ebene umgesetzt wurde, sondern auch in den Städten und Regionen. Und in vielen Fällen hat das zu mehr Aufmerksamkeit geführt und auch zu mehr Investitionen in Technologien in bestimmten Sektoren. Und ich halte das für eindeutig einen positiven Trend. Wir sehen positive Trends praktisch bei allen Schadstoffen, aber es gibt noch einige Problembereiche. Einmal Ozon in Bodennähe.
Das ist nach wie vor ein Problem. Das hängt natürlich nicht nur zusammen mit den unmittelbaren Quellen für das Ozon in Bodennähe, sondern auch mit den Folgen des Klimawandels. Also das macht uns weiterhin Sorge. Und auch Ammoniak ist nach wie vor ein Problem. Insgesamt haben die Emissionen aus der Landwirtschaft abgenommen, allerdings nicht so stark wie in anderen Sektoren. Wenn wir uns die Folgen für die Gesundheit anschauen, dann nutzen wir zwei Standards. Einmal den europäischen Standard nach der europäischen Gesetzgebung. Und da zeigt sich, dass in den meisten Fällen die Menschen jetzt eine viel bessere Luftqualität haben. Und das entspricht auch den Normen der EU. Nehmen wir aber die Standards der WHO, dann zeigt sich, dass bei einigen Schadstoffen 80 bis 90% der Stadtbevölkerung immer noch eine ungesunde Luftqualität haben. Und ich denke, das zeigt eindeutig die Richtung auf, wohin die Politik innerhalb der EU gehen muss. Bei mir im Studio ist weiter der Meteorologe Carsten Brandt. Ist das jetzt eine gute Nachricht gewesen? Ja, auf jeden Fall. Also die Luft in Europa ist über die letzten Jahrzehnte deutlich besser geworden. Das kann man so sagen. Fast überall. Ich denke, es ist deutlich geworden, dass es natürlich noch Problembaustellen gibt. Das ist besonders in den städtischen Bereichen, verkehrsnahe Stellen. Es gibt viele Quellen, wo man an Schadstoffen, wo man erstmal gar nicht so dran denkt, die Landwirtschaft beispielsweise. Ich glaube, in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt, dass das auch eine Schadstoffquelle ist, wo man noch was tun muss. Für uns hier in Deutschland würde ich sagen, ist hauptsächlich der Feinstaub noch ein Problem. Ist ja auch im Rahmen dieser Corona-Pandemie immer wieder von Aerosolen und Feinstäuben. Die Rede, wo das natürlich, wo man einfach merkt, das sind so kleine Teilchen, die lungengängig sind oder sogar direkt ins Herz-Kreislauf-System kommen können beim Atmen. Da haben wir noch Nachholbedarf. Die Richtlinien hier sind nicht so streng, wie beispielsweise die Weltgesundheitsorganisation das vorschlägt. Die sagt zum Beispiel 10 Mikrogramm pro Kubikmeter. Ab dann ist die Luft wirklich gut. Bei PM2,5, also sehr kleine Teilchen, lungengängige Teilchen, da sind wir an vielen Messstationen noch von entfernt. Nur in den Mittelgebirgen oder im Alpenraum erreichen wir solche guten Werte. Also da sind noch Baustellen. Und was vielleicht auch noch mal ganz wichtig für die Menschen ist, es gibt manchmal dann die Opfer der schlechten Luft sind nicht so eindeutig nachweisbar. Das heißt, es sind häufig dann klassische Erkrankungen, Herzinfarkte, Schlaganfälle, andere Erkrankungen, die man erstmal gar nicht auf schlechte Luft zurückführt. Aber man kann statistisch dann zeigen, nach Wochenenden oder nach Wochen mit sehr schlechter Luft steigen die Mortalitätszahlen. Also da ist noch was zu tun, auch für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Also da können wir noch besser werden. Ne? Wenn Sie jetzt mal eine Zwischenbilanz ziehen der Entwicklung in diesem Jahr, wenn Sie jetzt mal vergleichen, wir haben vorhin über CO2 gesprochen, wir sprechen jetzt über Luft, Feinstaub. Ja. Wie viel Einfluss hatte denn das veränderte Leben, das wir 2020 hatten? Also deutlich. Man sieht besonders da, wo man straßennah lebt, einen Rückgang von 30 bis 50% der Feinstäube. Das ist also schon stark. Man muss natürlich immer so ein bisschen die Wetterlage auch rausrechnen. Das heißt, man kann nicht einfach die Jahre vergleichen, also 2019 mit 2020, ganz unterschiedliche Wettersituationen, das spielt schon eine Rolle. Wenn man das aber rausrechnet, sieht man deutlichen Unterschied. Und besonders da, gerade während des ersten Lockdowns, März, April, sah man schon deutliche Rückgänge, gerade da, wo Menschen eigentlich sehr stark belastet werden, wo Straßen, Autobahnen ja die Verkehrswege sind. Und da liegt auch so in Deutschland so ein bisschen der Punkt, da sind die Belastungen für die Menschen immer noch zu hoch. Und da denke ich, muss man ansetzen. Was ein zweiter Punkt ist auch sicherlich Verbrennung von Hausbrand, immer das, also Wärmequellen fürs Haus. Da ist natürlich so das Kaminfeuer zwar sehr gemütlich, sehr schön, ist aber problematisch für die Luft draußen. Also auch da muss man sicherlich auch strenger werden. Und da geht aber auch aufgrund des Klimawandels möglicherweise so ein bisschen der Weg in Richtung Strom, Wärmepumpen als
Wärmeeinsatz, was auch wieder gut ist für die lokale Luft, weil es nämlich direkt dann keine Emissionen vor Ort verursacht, sondern es wird nur Strom eingesetzt und nicht keinen Verbrennungsprozess dann im Haus wie bei Gas oder wie bei Öl beispielsweise. Ne? Nun hoffen wir ja alle, dass die Corona-Phase bald vorbei ist. Aber was bedeutet das denn möglicherweise für die Luft, für die Umwelt, für die Welt? Ich hoffe nicht, dass sie dann wieder schlechter wird. Das wird auch sicherlich sehr stark davon abhängen, ob dann der Individualverkehr weiter so stark bleibt in Zukunft oder ob die Menschen wieder sich trauen in den öffentlichen Nahverkehr hinein und ob die Quote auch sehr stark bleibt, bei zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, was ja für die Gesundheit gut ist in aller Regel. Und also davon wird das sicherlich abhängen, auch in den nächsten Jahren. Aber nochmal, insgesamt ist das schon ein ganz gutes Ergebnis. Also die Luft in Europa, viele Teile der Welt beneiden uns um unsere Luft hier in Europa. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Wenn ich das mit Indien vergleiche, wenn ich das mit China vergleiche, die haben ganz dramatische Werte. Da sind wir doch auf dem richtigen Weg. Sagt der Meteorologe Carsten Brandt. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte.